Ich bin der Weitersager, der es weitersagt. Damit, was geschieht, nicht umsonst geschieht. Damit die Menschen von den Göttern lernen können und die Götter von den Menschen. Damit das Leben vom Tod lernt und der Tod vom Leben. Denn wo Nachricht den Tod überdauert, dort fängt Hoffnung an. Erich Fried. Kurt blinzelte. Nur nicht einschlafen. Je länger er unter der Meeresoberfläche schwebte und je mehr Dunkelheit ihm in die Zellen kroch, umso weiter zog sich jedes Gefühl für den eigenen Körper aus den Extremitäten zurück, verbarg sich irgendwann wie die Perle einer Muschel gut verschlossen im Innersten. Langsam bewegte er die Arme, konzentrierte sich auf die Schultergelenke, lenkte die Arme seitwärts, spürte die Bewegungen in den Ellbogen. In den Gelenken sitzt der Beweis, dass du lebst, wusste er, nicht im Herz und nicht in der Lunge. Die tun auch noch, wenn du schon nicht mehr in der Lage bist, dich zu rühren. Wenn die Angst dich längst an ihren Marterpfahl gezurrt hat, nicht einmal den Mund kannst du dann öffnen, um zu schreien, wenn sie dich fesselt. Was nützt dir das Herz? Selbst wenn du fliegst und schwebst, in der Dunkelheit des Meeres schwerelos, von der Pressluftflasche getragen von deinem Buddy, ohne Knie und Schultern, bist du verdammt auszuharren, bis die Lunge kollabiert oder bis das Herz verstummt oder bis ein Hai sich deiner erbarmt, ohne Gelenke kommst du nie wieder auf die Plattform hinauf. Kurt öffnete die Augen und schloss sie, öffnete sie. Immer in Bewegung bleiben, nur nicht einschlafen. Herzklopfen. Hausmann lag auf dem Bett, hörte die Palmblätter rascheln, das Trippeln der Krabbenbeine auf der Holzveranda. Aber bewegen konnte er sich nicht. Sein Herz schlug kräftig, mühte sich mit den Lungenflügeln zusammen, den Brustkorb hochzustemmen, Platz zu bekommen. So war er jeden Morgen aufgewacht, jeden verdammten Morgen, ein Jahr lang mindestens. Nachdem der Vater getötet worden war, weil auch er forschte und wusste, der Vater es erzählen wollte mit allen Teilen. »Du musst ins Institut, Schatz«, hörte er seine Frau rufen jeden Morgen. »Was ist mit Papa?«, fragten Judith und Josh. »Was ist mit mir?«, fragte Hausmann selbst irgendwann, fragte sich auch jetzt, die Palmblätter raschelten, aber sein Kopf ließ sich nicht bewegen. Die Schulterblätter schienen in die Matratze gebohrt zu sein. Keine Forschung mehr. Forschung kann tödlich sein. Die Loskis oder Sostakovs nur Beispiele dafür. Sie glauben dir nicht, sie fördern dich nicht mehr, denunzieren dich, töten deinen Namen erst. Hör auf, Hausmann. Hör auf, dachte er, sprach es aus, hörte seine Stimme, flüsterte, räusperte sich, schrie, hör endlich auf und erschrak. Lag steif. Holte tief Luft, schrie noch einmal und ließ sich von der Stimme aus dem Laken reißen, schüttelte Kopf, Arme, Hände. Aufgewacht, Hausmann, die Sonne scheint, ein neuer Tag und hör endlich mit dem verdammten Gin auf.
Is that true?